in der Startbox. Und im Boxen noch zum Ersten des Tages zum Wetstar.de-Rennen. Etwas schwächer auf die Beine kommen Lips King und auch Silk Road. Guter Start von Reden Dubai, von Tell Me Fast und Alisto King. Diese drei haben sich erstmal die vorderen Positionen gesichert. Reden Dubai mit der Führung vor Tell Me Fast. Außen daneben Nordminster und außen daneben in dritter Spur Silk Road, der Favorit des Rennens. So geht's in den Logiausbogen hinein. Hinten sehen wir erstmal Errol und Lips Prince. Vorne ein dichteres Pulk mit fünf Kandidaten, mit Raiden Dubai an der Spitze, an der Innenseite galoppierend, vor außen in dritter Spur Silk Road bei ruhiger Fahrt. Dann Alisto King an dritter Position, innen galoppierend vor Tell Me Fast, dahinter dann Nordminster außen, innen flankiert von Errol und eine Lücke von drei Längen bis zu Lips King an letzter Position. So geht es in diesem Augenblick gleich in die Gegenseite hinein. Raiden Dubai mit Gavin Ashton voraus, mit einer halben Länge Vorteil vor Silk Road. Dahinter Alisto King an dritter Position. Dann Tell Me Fast außen in zweiter Spur an vierter Stelle vor Errol. Dahinter dann in zweiter Spur an vorletzter Position Nordminster. Dicht auf jetzt aber auch das Schlusslicht Lips King. In ruhiger Fahrt geht's gleich Mitte gegenüber weiter. Voraus bleibt Raiden Dubai. Raiden Dubai führt mit einer halben Länge Vorteil vor Silk Road. Wie gesagt, eine Länge Vorteil vor Alisto King. Alisto King mit einer halben Länge vor Tell Me Fast außen in zweiter Spur an vierter Stelle. Innen dann eine Dreiviertellänge zurück. Errol, eine Länge Rückstand dann bis zu Nordminster außen in zweiter Spur an vorletzter Stelle. Und letzter bleibt Lips King. So sind sie gleich noch 1000 Meter vom Ziel entfernt, im letzten Drittel der Gegenseite angekommen. Die Führung bei Raiden Dubai, jetzt Kopf-Kopf mit Silk Road. Diese beiden galoppieren im letzten Drittel gleich in Richtung Dahlwitzer Bogen. Dahinter dann Alisto King an der Innenseite an dritter Stelle vor Tell Me Fast. Dahinter dann Errol an der Innenseite vor Nordminster und letztes Pferd ist Lips King. So ist der Dahlwitzer Bogen längst erreicht und der Scheitel des Schlussbogens steht gleich an. Raiden Dubai mit der Führung. Gavin Ashton weiterhin voraus vor Silk Road. Der Favorit an zweiter Position in zweiter Spur. Dahinter innen Alisto King vor Tell Me Fast, vor Errol, vor Nordminster. Und Lips King hat wieder ein bisschen abreißen lassen müssen. An der 500-Meter-Marke in der Zielgeraden geht es vorbei. Raiden Dubai mit der Führung. Raiden Dubai vor Silk Road. Silk Road wird ein bisschen nach innen genommen. Dort kommt der Angriff hier von Alisto King. Ganz innen an der Hecke probiert sich hier Errol. Jetzt von weiter hinten greift ja auch Nordminster ins Geschehen ein. In der Bahnmitte ist Raiden Dubai voraus. An der Innenseite war Alisto King präsent mit Errol. Alisto King, Errol und ganz außen Raiden Dubai. Raiden Dubai nach vorne, aber Alisto King an der Innenseite wird schneller und schneller. Die letzten 100 Meter stehen an in der Distanz. Raiden Dubai außen oder Alisto King? Raiden Dubai oder Alisto King? Alisto King oder Raiden Dubai? Zielfoto ganz knapp, vielleicht außen Raiden Dubai vor Alisto King, aber ganz knapp Zielfoto. Errol wird Dritter vor Nordminster, vor Silk Road, vor Lips Prince und letzter ist Tell Me Fast. Lips King, vorletzter.